Ja, super. Toll. Ganz die wunderbare Maite Kelly ist bei uns. Herzlich willkommen. Man hat dich die ganze Zeit angesehen, Maite. Du warst auch total fasziniert, ne? Von Saschas Kunst. Ja, es ist schon Weltklasse, was er hier macht. Ne? Das ist, da glaube ich, gibt es auch keinen in Amerika, der gerade sowas auf diesem Niveau momentan macht. Und das war eigentlich ein aussterbendes Handwerker. Und du hast es ja eigentlich wieder ins Moderne gebracht. Das ist wirklich, das ist eine Wahnsinnsleistung. Genau. Auch aus Deutschland. Ja, ganz, ganz toll. Maite, deine Familie hat Schlagzeilen gemacht. Es gibt eine Wiedervereinigung, jedenfalls von einem Teil der Familie. Ich glaube, das ist schon fast ausverkauft. Also viele Fans sind wie verrückt nach diesen Auftritten. Mhm. Warum bist du nicht dabei? Ich arbeite eigentlich mittlerweile fast 3 Jahre im Voraus, weil ich habe 3 Kinder. Und ich habe auch einen Mann, der mich auch mal sehen sollte und vielleicht auch mich küssen sollte. Ich war vor dem Bier. Ja. Und, verdirbst du die Preise, Maite. Alle denken, ich bin sehr, sehr spontan. Das bin ich auch. Ich bin ein spontaner Mensch, aber ich bin ein großer Freund auch von guter, vorausschauender Planung und bin auch dementsprechend auch Perfektionistin. Und ich wusste nach meiner 3. Tochter, die ich vor 2 Jahren auf die Welt gebracht habe, ich dachte, es wird ruhiger und es waren meine 2 erfolgreichsten Jahre meiner Karriere mit dem Roland-Kaiser-Song und diesem Humme-Bommel-Buch, der ja mittlerweile ein großes Projekt geworden ist mit über fast 200.000 Büchern. Das waren meine erfolgreichsten Jahre und ich wusste einfach, wenn ich jetzt das fortsetze, was ich mit Roland-Kaiser angefangen habe, es könnte auch wieder voll werden. Und das ist tatsächlich so. Ich bin jetzt seit 5 Wochen mit meinem Album raus und seit 5 Wochen Nummer 1. In den Charts, der Schlager. Ja, das ist der Wahnsinn. Und ich hole jetzt sehr lange aus. Ich kann das nicht einfach zack, zack beantworten, weil es heißt immer, wenn man nicht mit der Familie zusammen ist, dass man dann Streit hat. Das habe ich nicht. Ich habe keinen Streit. Aber ich habe nun halt eine Verantwortung meiner Familie gegenüber. Und mein Vater würde es nicht wollen, wenn ich nicht vollkommen Mama sein kann. Und wenn ich nicht auch das, was ich mache, wirklich auch mit ganzem Herzen mache. Und ich gehe im Frühling auf Tournee und wissen Sie, das Kostbarste, das kennen Sie auch, alle Performer kennen es, das Kostbarste, was die Menschen einem schenken, ist Zeit. Und als Performer kriegt man diese Zeit geschenkt, die zahlen sogar, um dir diese Zeit zu schenken. Und das ist ein Privileg, diese 2,5 Stunden so auszufüllen, dass es unvergessliche Zeit wird für sie, diese Menschen. Und das ist vielleicht der Grund, warum ich immer noch mit 37 in diesem Popgeschäft halbwegs noch lebe und dabei bin, ist, weil ich immer das ernst genommen habe. Und wenn ich jetzt mit der Family jetzt was ganz schnell machen würde, was eigentlich nicht so schnell, ich habe das erst vor einem halben Jahr eigentlich so in Erfahrung gebracht, ich könnte einfach nicht das angehen, so wie ich es will. Nicht so von voller I'm very Pulle, committed. Ne? Ja? Ich bin, wenn dann ganz da und... Und mein Vater, ich muss auch ganz ehrlich, mein Vater hat einfach, der fehlt einfach. Mein Vater war der Visionär und ich weiß nicht, ob dieser Schiff ohne Kapitän so funktioniert, wie es funktionieren soll, muss. Mhm. Und deswegen, ich brauche diese Energie erstmal für meine Familie und für das, die Aufgaben, die jetzt gerade vor mir stehen. Weil jeden Tag kriege ich von meinem Veranstalter, Maite, wir haben jetzt wieder ein ausverkauftes Konzert. Ich so, was? Dresden ist ausverkauft? Ja, ja, und wir buchen München noch. Und im Herbst machen wir auch noch was. Und jeden Tag, und das ist der Veranstalter von Helene Fischer, ja, der verkauft 100.000 Tickets, ruft mich aber an, weil seit 6 Jahren habe ich gesagt, Dieter, mit mir willst du arbeiten. Wir machen was, irgendwann. Ich sagte, ja, Maite, du bist eine Allzweckwaffe, aber du hast keine Hits. Ich so, shit, okay. Ich arbeite an die Hits. Das ist Dieter, so sind wir. Und dann sagt Dieter, aber wenn ich die Hits habe, dann wird es teuer. Dann gibst du das Geld aus für eine tolle Bühnenshow. Ich brauche die große Gage nicht. Das kommt irgendwann danach. Und das ist süß. Dann ruft er mich, warte, ja, 2000 Tickets die letzten Tagen. Ich so, Dieter, dass du dich freust mit 2000 Tickets, ist unfassbar. Also, ja, ist wie der sich tolle, freut. Eine also, Wahnsinnsgeschichte. Maite hat es gerade schon gesagt, sie hat unglaublich viel Energie, einfach mehr als andere Menschen. Sie tanzt wie der Teufel, sie schreibt erfolgreich Kinderbücher, sie moderiert, sie singt natürlich. Ich kann aber nicht alles. Ne? Ja, also, die Family kann ich nicht. Es ist eine Menge. Und ich irgendwie, sie muss als kleines Kind in den Zaubertrank gefallen sein oder sowas. Gucken Sie mal. Wie Obelix, meinst du? So wie man tanzt, so liebt man. Dynamisch und selbstbewusst. Betörend schön und unkonventionell. Dazu noch ein Mädchen aus gutem Hause. We are the Kelly Family. Unsere Schwester, Maite! 20 Millionen Platten. Mit 14 schreibt sie eigene Songs, begeistert ein Millionenpublikum und will mehr. Okay.
wenn John Denton keine halben Sachen mehr will, machen das volle Programm. Volles Programm heißt bei Malte Kelly schon mal 60er-Jahre-Musical, einen Disney-Song singen und ihren Mann zu Tränen rühren. Oder doch mal fremdgehen, musikalisch natürlich, Disco-Schlager mit Roland Kaiser. Diese Frau ist einfach geboren für die Bühne, Maite Kelly. Lied Sieben Leben für dich, mit dem du ja Helene Fischer und Andrea Berg beide abgehängt hast. Ja, das muss man erst mal schaffen. Helene Fischer kommt im Frühling, da habe ich noch ein bisschen Zeit. Ja, eben. Du hast noch Zeit, noch weiter durchzustarten. Sieben Leben für dich, das ist ein besonderer Titel. Ich glaube, das größte Zocken im Leben, ja, das habe ich geschrieben, hatte ich nachts irgendwie, hatte ich diese Idee. Ich glaube, das größte Zocken, was ein Menschen in seinem Leben macht, ist tatsächlich sein Herz jemand anderen zu schenken. Das ist wirklich eine Zockerei. Also der größte Risiko ist, auf einen Menschen zu setzen. Und das fand ich eine tolle Metaphor. Und dann habe ich eine sehr venezianische, mein Vater war ein großer Venezia-Fan und als Kind habe ich Venezia einfach geliebt und habe eine sehr venezianische Melodie, Akkordeonmelodie genommen fürs Refrain und habe dann bis 4 Uhr morgens mit meinem Autorenpartner dann diesen Song gezockt und der ist ein Hit geworden. Ja, und deswegen freuen wir uns sehr, dass die jetzt eine ganz besondere Version von diesem Song Sieben Leben für dich von Maite bekommen. Ich setz mein Herz und wie der Würfel fällt, das weiß ich nicht. Vielleicht verzock ich mich, setz alles auf Rot. Und wenn der Teufel mich holt, die Kugel rollt. Doch ich hab's nicht anders gewollt. Nein, ich hab's nicht anders gewollt. Und wenn ich fall, egal, so ist das Leben. Ich versuch's nochmal und geht es daneben. Ich bin da, bin stark, hab sieben Leben für dich. Und wenn ich fall, egal, so ist das Leben. Ich steh auf nochmal und lebe mein Leben, ist doch klar. Bin stark, hab sieben Leben für dich. Ich setz mein Herz immer wieder ein, setz auf die Liebe, irgendwann ist sie mein. Hab sechsmal um dich geweint, auch dieses Mal krieg mich nicht klein. Und wenn ich fall, egal, so ist das Leben, ich versuch's nochmal. Ich bin da, bin stark, hab sieben Leben für dich. Oh, oh, und wenn ich fall, egal, so ist das Leben. Ich steh auf nochmal und lebe mein Leben, ist doch klar. Bin stark, hab sieben Leben für dich, oh, 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 oh. Bravo. Wow. Wow. Großartig. Wunderschön. Okay. Ja.
muss man ja weinen. Da muss man ja fast weinen, Malte. Das ist so, so schön. Wir haben den Namen von deinem Pianisten gar nicht gesagt. Den ja, Sebastian, auch danke. Der ist schon wieder rausgelaufen. Der ist großartig. Mit dem tanze ich. Vielen Dank. Ja, so, so schön. Ja, mir war es wichtig, als ich den Song für Roland, also wie gesagt, vor 2 Jahren, hieß es, also meine, ich war in so eine kleinen Plattenfirma. Also erstens, vor 6 Jahren habe ich angefangen, auf Deutsch zu schreiben. Ich wie immer du jetzt schon wieder so reden kannst. Ich dachte, jetzt, du brauchst erst mal 10 Minuten. Ja, also sie kommt gerade runter. Nee, ich muss erst mal runterkommen bis Mitternacht. Ich muss sagen, mir ging es gerade genauso. Entschuldigung, aber so bewegend. Man muss schlucken, ja, ne? Man muss genau extra daneben sitzt und man hört, wie jemand live so von ohne Mikro, also ich habe dich ja auch so gehört, singt. Das ist also, ja, unglaublich. Also gleich mit dir. Ja, nur, dass wir nicht so drüber weggehen gerade. Das ist, also wenn man immer hört, Energie jemandem geben, das hat man ja, das strahlt ja in alle Ecken. Wahnsinn, das durchgeht einem durch Mark und Bein. Ja, ich bin natürlich eine Live-Performer, ne? Mich muss man live erleben. Gut, dass du sagst, hätten wir gar nicht gemerkt. Ich habe übrigens gerade Stefan Weil angesehen, dass er seine Leidenschaft für Bruce Springsteen noch mal überdacht hat. Überlegt er doch mal nicht doch jetzt zu Malte. Der Boss braucht unbedingt ein Pendant. Nein, aber weißt du, das ist so ironisch, weil vor 6 Jahren wollte ich auf Deutsch. Also meine Geschwister haben immer Instrumente gelernt und ich bin mal rumgelaufen mit Stift und Block und habe immer eigentlich durch die Texte die Melodien gehört. Ich war nie ein Instrumentalist. Ich habe es immer versucht und habe es irgendwie nie hinbekommen. Mein Vater war Gott sei Dank Pädagoge und hat gesagt, Malte, es gibt 1000 Wege zur Musik und du bist ein Augenmensch. Ich hatte auch nie Perfect Pitch, also ich habe nie einen perfekten Pitch, aber er sagte, du singst mit deinen Augen und du schreibst deine Lieder mit deinen Augen. Und das stimmt, ich bin ein absoluter Fetischist. Ich sehe Säulen. Also bei den Songs sehe ich die Säulen. Ich sehe wahnsinnig viel Pathos und wahnsinnig viel Drama. Und ich habe sehr viele Jahre gebraucht, um das zu verstehen, weil ich war ein bisschen anders als die anderen. Auch die Jungs haben mich geärgert, auch du mit deinen Gedichten und allem drum und dran. Dann habe ich angefangen auf Deutsch zu haben. Alle haben mich davon abgeraten, weil ich finde es so schön, wenn die Menschen verstehen, was ich schreibe. Und dann hatte ich eine kleine Plattenfirma, die gesagt, Malte, I believe in you. Da hat der Klaus gesagt, I believe in you, you're an artist, I believe in you. Ich habe eine Platte gemacht, es dauert immer was, man brauchte 3 Alben, um sich zu finden als Solo-Artist. Und es war okay erfolgreich, aber 15.000 CDs reichen nicht. Und die Plattenfirma ist insolvent gegangen, vor 2 Jahren. Mhm. Und ich dachte, okay, that's it. Ich gehöre nicht vielleicht auf die Bühne und vielleicht, ja, vielleicht schreibe ich einfach für andere. Und Roland Kaiser hat mich entdeckt. Und mein Vater war der Mentor meines ersten musikalischen Lebens. Und Roland Kaiser hat wirklich gesagt, Malte, you're an Entertainer. Du bist eine Großentertainerin. Aber was neu ist im Schlagerbereich ist, du bist ein Schlager-Artist, eine Künstlerin auch noch dazu. Und das habe ich gar nicht so gesehen. Und dann habe ich ihnen diese 6 Songs geschrieben. Wir haben 100.000 Platten verkauft und er hat 150.000 Singles, also er hat einen Erfolg genießen können. Und ich, hochschwanger in diesem Videoclip, habe einfach mitgemacht. Und dann habe ich in mir auch was entdeckt, weil ich schreibe meine Schlagersongs eigentlich so, dass ich auf die ganze folkloristische Kindheit zurückgreife. Ich habe unheimlich viel Folklore in Italien, in Venedig. Ich habe das noch erlebt, wie wir in Spanien noch Flamenco. Also ich habe dieses wirklich the real Folklore habe ich noch erleben können, wo man noch Instrumente gespielt hat. So, das waren wir Kennys. Mm, mm. Und ich war aber immer so ein bisschen so eine Disco Queen und habe quasi in diesem Album das zusammengebracht. Und dann ist Magic passiert und es ist ein so unglaublicher Erfolg. Und Malte, du hast einen, das müssen wir unseren Zuschauern zeigen, weil das ist so, so anrührend auch. Als du dein Lied zum allerersten Mal das ist im Radio gehört da hast, gibt's eine Geschichte, da gibt es eine Videoaufnahme vom Handy und voll die Oscar-Rede, das musst du uns mal erklären. Oh mein Gott, ich höre mich zum ersten Mal im Radio. Oh mein Gott. Oh mein Gott, es ist mein Song. Ich hab noch nie einen Song von mir im Radio. Ich will den Jackpot. Das ist ja der Wahnsinn. Es gab viele Leute, die gesagt haben, es gibt viele, die gedacht haben, das war inszeniert, aber das war nicht so, weil wenn ich Tränen im Musical spiele, dann sehe ich gut dabei aus. Da rotze ich nicht, das ist Drama. Und da ist wirklich, die Tränen, die fließen perfekt, aber da rotze ich rum, ich mache dann so mit Doppelkinn. Und dann habe ich auch noch so eine Oscar-Rede gehalten, weil wir Caddies wurden sehr wenig im Radio gespielt.
Das wusste ich gar nicht. Wir waren zu folkloristisch für die Pop. Sender. Angel habe ich immer gehört. Ja, aber zum Beispiel, normalerweise, wenn du Nummer 1 bist, bist du 600 Mal gespielt. Okay. Und wir wurden damals nur 300 Mal gespielt, aber wirklich auf Bedrängen der Kelly-Fans. Ja. Wir waren auch zu folkloristisch für Pop, wir waren aber auch zu poppig für den Schlagersender der damaligen Zeit. Und mein Vater, das hat ihn immer gewurmt. Er hat nie verstanden, wie kann man 3,5 Millionen Platten verkaufen und keiner spielt uns. Und als ich angefangen habe, Deutsch zu schreiben, hatte ich einen heimlichen Wunsch. Und das war, mich im Radio zu etablieren. Und morgens hatte ich erfahren, dass ich mit dem Song Top 3 in den Radio Charts Conservative bin. Hab das aber nicht geschnallt, weil ich immer gedacht habe, das ist so da oben, den kann man nicht brechen. Und dann abends, meine Freundin so meinte, dass dein Song läuft im Radio. Ich so, ja, Bluetooth, das ist Handy. Dann hat sie es angemacht, weil sie wusste, das ist ein Thema für mich. Und ich so, oh mein Gott, das ist mein Song. Und dann lief das so und mein Management hat mich gesagt, du musst das auf Facebook tun, das ist authentisch. Und ich habe mehr geweint zu das, als bei jeder goldenen Schallplatte, die ich bekomme. Weil das einfach im Radio seinen Song zu hören, nach 20 Jahren. Aber das Einzige, das Malte, so was bei dir immer so doof ist, dass du dir so jedes Wort so aus der Nase ziehen lässt. Also jedenfalls. Ich könnte dir stundenlang zuhören, es ist so bewegend. Es ist berührend, es ist für uns auch so schön zu sehen, dass du jetzt also so strahlst. Dass du wir wünschen dir ganz doll, Malte. Und ich bin dankbar, einfach und ohne dass die Menschen das gerne hören. Wie gesagt, wir sind Dienstleister, hast du vorhin auch gesagt. Ja, du bist wir wünschen dir ganz, ganz doll, also, Malte, das gerne und mit dass das so genauso weiter und noch weiter nach oben geht. Komm bitte geht. Jedes Jahr Dank. Zu uns. Immer wieder ja, das ist Voraussetzung. Super. So, der